Moin Leute, hier zurück bei Destiny 2 mit meinem zweiten Char hier und ja, und dem schönen Loot gleich beim Toten Orbit. Habe es doch gemacht, habe den Char doch mal ein bisschen gespielt und habe nochmal 200 Tote Orbit Tokens reingeholt und ganz wichtig, haut die Tokens weg, die ihr habt, weil wenn der Fraktionstag zu Ende ist, beziehungsweise die Rallye, dann verschwindet alles, was ihr an Tokens gefarmt habt, also haut alles raus. Ja. Und mit drei Chars hier bei Destiny 2 und dann mit jeder Fraktion hier was zu looten, ist ganz schön anstrengend, sage ich euch. Wenn man das als Hobby hier betreibt und hier keine Zeit dafür hat, ist das doch ganz schön anstrengend und sehr zeitintensiv. Aber ich habe es trotzdem gemacht, weil es Eigenlob stinkt, aber Mann, ich habe insgesamt, wie viele Tokens gefarmt mit drei Chars zusammen? 800. Also eigentlich ganz gut, ja. Und das immer so, wie ich gerade Zeit hatte, das passt schon. Aber jetzt, wie gesagt, tote Orbit-Loot holen wir es mal eben rein. Willkommen zurück. Und dann schauen wir mal, was abgeht hier. Wie gesagt, die Waffe würde droppen, wenn die Fraktionsrally gewonnen wird, ja, beim Toten Orbit. Und zwar ist es hier ein Impulsgewehr, ewiger Schlummer. Das würde kommen, wenn die Fraktionsrally vom Toten Orbit gewonnen wird. Das werden wir ja morgen sehen. Morgen sind, wie gesagt, Wartungsarbeiten, beziehungsweise heute sind Wartungsarbeiten. Ich will das Video ja immer einen Tag später releasen. Also da kommt auf jeden Fall ganz viel. So, die Sachen habe ich eigentlich schon alle, aber ihr braucht ja mindestens 200 Tokens, ja, um halt alles freizuschalten, was hier unten ist. Also ihr müsst mindestens 10 mal Prämien abgeben und eine Prämie bedeutet 20 Tokens abgeben. Und dann bekommt ihr die ganzen Sachen. Ich habe für meinen Warlock schon alles eigentlich. Ich habe alle Ornamente noch nicht freigeschaltet, leider. Ich habe hier fehlt noch ein bisschen was Nahkampfkills. Okay, habe ich jetzt leider nicht mehr geschafft. Muss ich noch irgendwann nochmal nachträglich machen. Erziele Nahkampfkills außerhalb der Erde, während du dem Torben Orbiter angehörst, um dieses Ornament zu erhalten. Es kann auch die anschließend zu Stützen, Beinschienen und Stiefel angewendet werden. Okay. Also wie gesagt, das könnt ihr ja noch machen. Ne? Helm hätte ich auch noch machen können, aber auch keine Zeit mehr leider, das Ornament freizuschalten. Wie gesagt, dafür müsst ihr die Dämmerung spielen und mit kompletter Gear vom Toten Orbit ausgerüstet sein und natürlich auch dem Toten Orbit angehören. Aber wie gesagt, da hatte ich jetzt leider keine Zeit mehr zu. Schade eigentlich, aber ist nicht so schlimm. So, wir holen uns erstmal den Loot. Wie gesagt, was wichtig für mich ist, weil ich zeige es gleich, ist im Moment beim Toten Orbit eigentlich der Sparrow und das Schiff. So. Das fahle Pferd, Transportmittel will ich einmal haben. Niemand sonst wird folgen. Ja, das will ich gerne haben, das Ding. Das fehlt mir noch. Dann gibt es hier nämlich noch hier das Schiff. Fernpulsarschiff. Dieser Ort ist nur der Anfang. Es erwarten uns noch blendendere Aussichten. Toten Orbit Motto, okay. Das Ding hätte ich gerne. Und den Geist, den habe ich schon bekommen hier, Weltraumhülle. Aber gut, wenn der droppt, ist auch nicht schlimm. Vielleicht hat er bessere Perks an. Das schauen wir dann. Aber jetzt haue ich erstmal die Tokens raus hier. Und ja, freuen uns über den Loot. So, eigentlich finde ich sonst Robe schon mal hier. Und Hero, Camo, Beinschutz und Schicksal des Toten Orbits Shader. Okay. So, gehen wir erstmal gucken, was das Ding so hat und kann. Antifinichtungsrobe, Brustschutz. Wir sind keine Gruppe, sondern eine Bewegung. In unseren Herzen wünschen wir, dass alle überleben. Das wird immer falsch verstanden. Das Buch der Abreisen, Kanto 11, heißt es, glaube ich. So sieht die Robe aus. Ohne Ornament, ja. Auch ganz okay, sag ich mal. Und mit Ornament hier Vernichtungsorbit, Vernichtungsorbit Ornament, genau. Sieht das dann so aus. Eigentlich auch nicht viel besser. Wie gesagt, man sieht ein bisschen aus wie eine Vogelscheuche da. Achso, ich habe auch gar nicht gesagt, was es da so gibt. Haha. Einmal hier schwere Warlock-Rüstung, verbesserte Belastbarkeit, dann haben wir Mobilitätsverbesserungsmodifikationen und hier noch Restaurativmodifikationen, das wollte ich eigentlich sagen und zeigen. Aber ich trage die auch so schon, wie man gerade hier sieht, ja. Also ich trage das Outfit auch schon jetzt, aber deswegen kann die auch weg. Nicht so schlimm, wie gesagt, ich musste mit dem Char halt Toten Orbit nehmen, weil er halt sonst übrig war und ja, Pech gehabt, ganz einfach. Aber wie gesagt, nächste Fraktionsrally werde ich wahrscheinlich die ganzen Helme überall mal freischalten, gehe ich von außen und ich werde überall dann die Fraktion nochmal wählen, die ich letztes Mal hatte, beziehungsweise schon mal hatte. Also das muss ich auf jeden Fall machen irgendwie. So, oh, ja, Wahrheitssprecher und Agenda 5, okay, und Schicksal des Toten Orbis Shader. Ja, wie gesagt, Meisterwerkwaffen sind gerne gesehen. Ich brauche die Meisterwerkkerne, ich will ja natürlich hier noch alles hochziehen. Die Waffen sind aber jetzt aber eher, ja, Müll, ja, die brauche ich nicht. Ich hole da lieber die Materialien raus und dann geht's direkt weiter. Besser als nix, aber die Sachen brauchen wir halt nicht. Oh, nochmal. Tunnelgrün, kinetische Waffen und Anti-Vernichtungshandschuhe, okay. Und Tote Orbit Auferstehung-Shader. Das ist der neue Shader, das ist nämlich der gut aussehende Shader. Den braucht ihr zum Beispiel, um das, wenn ihr zum Beispiel nicht die ganzen Ornamente freigeschaltet habt, müsst ihr halt mit diesem neuen Shader, oder könnt ihr, das dann den normalen Helm anpassen zu den Ornamenten. So, kann man es so sagen? Ich hoffe ja. So, ich zeig gleich noch, was ich meine. So, Panzerhandschuhe, einmal hier die Wahrscheinlichkeit einer Rückkehr ist klein, aber vorhanden. Das ist jedoch eine
Entscheidung für die Zukunft. Das Buch von Abreisen, Kanto 7 ist es, glaube ich. Da haben wir hier schwere Warlock-Rüstung einmal hier. Was sind das hier? Verbesserte Belastbarkeit, okay. Mobilitätsverbesserungsmodifikation einmal hier und Plastrahlverstärkungsmodifikation. Ja, wenn man das Ornament einsetzt, also so sieht normal aus, ja. Also ich zeig's mal, was ich meine mit dem Shader. So, also wenn ihr den Shader angepasst haben wollt und ihr habt das Ornament nicht freigeschaltet, also das Ornament hier habt ihr nicht freigeschaltet, ja, wollt es aber eurem Shader insgesamt anpassen mit den Ornamenten zusammen, dann müsst ihr halt diesen Shader nehmen, weil dann sieht das nämlich genauso aus wie mit dem Ornament. Eigentlich. Doch, müssen wir ändern, tut sich das. Naja, gut. Auch nicht wirklich gerade viel bei dem hier, aber macht ja nichts. So, jetzt setzen wir das Ornament ein. Okay, ist doch ein bisschen dunkler. Naja, gut. Aber so ungefähr kann man das dann machen. Aber ihr seid ja nicht doof, ne? Ihr könnt es ja auch selber designtechnisch anpassen. Also von daher werdet ihr es schon hinkriegen. So, was haben wir hier? Edelgesinnter Komplex in heimgesuchte Erde. Okay. Achso, Knie, die Waffe. Okay, das, da gab es ja auch schon mal in einer Fraktionsrallye, das Ding hier. Das Scoutgewehr wurde aber auch richtig zerrockt, das Ding. Also das Ding kannst du vergessen. Wie gesagt, gleich weg damit. Das hier auch gleich weg. Braucht keiner. Ist alles Müll. So, nochmal heimgesuchte Erde. Tote Orbitarnung. Tesag-Spur. Okay. Alles Mist. Braucht keiner. Schade eigentlich. Macht aber nichts. So, auf Anhieb finde ich uns Handschuhe. Haben wir schon mal gehabt. Tote Orbitarnung. Ja, auch nichts Tolles. Okay, vertikale Orbit. QSM und Stellar Inkognita Reif. Okay, das ist halt ein bisschen neuer hier. Der habe ich natürlich auch schon. So, wir gucken uns mal eben kurz an. Stellar Inkognita Reif, Warlock Reif. An diesem Punkt der Entscheidung muss uns der Arach in Sicherheit führen, selbst angesichts des Unbekannten. Das Buch der Abreisen, Kanto 2. So sieht das halt normal aus hier, das Ding hier, ne, da hier. So. Jetzt müssen wir mal kurz gucken hier mit dem Shader. Wie sieht das mit dem Shader aus? Auch keine große Veränderung. Und mit dem Ornament auch nicht viel besser, ne? Alles dunkel, grau und grau, schwarz und schwarz. Er läuft. Gut, okay. Aber wenn man das hat, ist schon mal gut. Wie gesagt, wenn man die Ausrüstung komplett haben möchte, dann braucht man das natürlich. Ich habe es, wie gesagt, ich trage das ja schon alles hier, wie man sieht hier. Das Einzige, was ich immer wechsle, ist hier der Helm. Aber sonst trage ich ja alles vom Toten Orbit. Also von daher ist das schon ganz gut bei mir so. So. Goldstern, Schicksal des Toten Orbits. Eigentlich nur Mist wieder hier. Goldstern habe ich schon gehabt. Automatikgewehr. Das behalte ich, glaube ich, nochmal. Wir finden eine neue Heimat zwischen den Sternen. Dann werden wir Frieden finden. Bis dahin, Arachial. Okay. Größere Munitionsreserven, leicht erhöhtes Nachladetempo, wenn das Magazin leer ist. Dann haben wir noch OV2 klassisch. Dann einmal Modell 8 Rot. Dann hier einmal Zusatzmagazin, hier Großkalibergeschosse und dann zum Schluss bewegliche Zielscheibe, okay. Mod kann man einsetzen, natürlich hier noch mit Shader noch versehen, dann ist das Ding, glaube ich, schon auch ganz gut, oder? Mist, hätte schon aufgedrückt. Shader. Verändert sich da irgendwas? Jetzt, okay, wird ein bisschen dunkler. Ja, gut. Verändert sich nicht wirklich viel, aber ein bisschen. So, was kann ich denn weghauen? Das, ich brauche Platz. Ich behalte die nochmal, die Waffe. Ich weiß nicht, ob die gut ist. Will die mal testen. Für PvE aber auch nur. Mal gucken. So, jetzt haben wir noch 2 Gramm hier zum Einlösen. Goldschirm nochmal. Tesseraktspur 4. Braucht mal nichts. Gleich weg damit. Ja, den kann ich auch gleich wegnehmen hier. So, letzter Loot. Schwerkraftzwille, okay. Ja, auch nichts Tolles eigentlich. Nicht wichtig. Nicht wichtig, kann gleich direkt weg. So, wie gesagt, ne? Jetzt sozusagen habt ihr alles freigeschaltet hier unten. Also ihr habt jetzt 10 Prämien abgegeben. Jetzt könnt ihr euch das holen noch, theoretisch, wenn ihr noch Tokens übrig habt, was ihr noch braucht hier von den Gegenständen, damit ihr halt eure Gear komplett habt. Brauche ich nicht. Wie gesagt, ich habe alles soweit komplett und dann, wie gesagt, unten noch die Ornamente, müsst ihr gucken, was ihr da freischalten könnt noch und was nicht. Wie gesagt, hier ein paar Nahkampf-Kills werde ich dann nochmal machen. Aber jetzt nicht mehr.
ist einfach alles zu langwierig hier und dauert auch lange. Und ja, und dann sieht man halt eben dann so aus, ja. Aber ich zeig noch mal kurz den Helm hier. Den habe ich jetzt nur mit dem Shader ausgerüstet, mit dem hier. Damit er dunkel wird hier, ne? Man kann natürlich auch noch den rein einsetzen hier. Aber dann wird der Helm halt weiß und ich wollte das halt nicht in weiß haben. Muss man halt gucken, was man macht. Da muss man halt so ein bisschen rumfummeln und dann läuft das auch. Aber ich glaube, den Helm habe ich noch gar nicht präsentiert. Wie gesagt, ich kann noch mal kurz vorlesen, was in anderen Sachen steht. Das ist ja überall gleich. Antivernichtungskapuze einmal hier. Isolation ist nicht gut für einen Arach. Häufig beschuldigen uns unsere Feinde, verrückt zu sein. Wir dürfen ihnen keinen Grund dafür geben. Man muss anderen vertrauen. Das Buch der Abweisen, Kanto 3. Ja, was haben wir denn hier? Schwere Warlock-Rüstung, verbesserte Belastbarkeit. Hier einmal Mobilitätsverbesserungsmodifikation, dann einmal Restaurativmodifikation. Ich habe natürlich hier schon eine Mod eingesetzt, und zwar Selbstreparatur-Mod und den Shader Tote Orbe Tarnung. Ich habe das Ding auf 235 gezogen, damit ich halt die Gear komplett habe. Ja, das habe ich schon vorgelesen. Die Antivernichtungsstiefel, ja, die habe ich das Ornament halt noch nicht freigeschaltet. Da muss ich dann nochmal 3% Kills machen, und zwar Nahkampf-Kills, und dann ist es auch okay. Und dann kann ich die auch einsetzen, wenn die halt so aussehen. Ich meine, es ergibt keinen großen Unterschied, ja. Man sieht, es ist einfach, ja, weiß ich nicht. Alles grau und grau und dunkel. Das tote Orbit halt. So, schwer Warlock. War ich schon vorgelesen? Nee. Die Rolle des Arach ist kein Geschenk, keine Ehre, sondern ein Fluch und ein Eid zu dienen. Viele sehen sich jedoch danach das Buch der Abreisen, Kanto 1. So. Schwer Warlock-Rüstung hier einmal. Verbesserte Belastbarkeit. Hier einmal noch Mobilitätsverbesserungsmodifikation und dann Plastreifverstärkungsmodifikation eingebaut. Hier ist Beschleunigungsmodifikationsmod und das und den oder Shader Schicksal des Toten Orbits. So, ich kann nicht mehr lesen. Zu viel heute. Zu viel. So, jetzt habe ich die ganze Gear komplett. So sieht man aus. Ja. Schön dunkel. Ich finde, man sieht aus wie ein bisschen wie eine Vogelscheuche, aber macht nichts. So sieht man dann halt komplett aus, wenn man das alles vollständig hat. Und ja, die paar Ornamente. Muss mal gucken, wie man die reinfarmt. Aber nun gut. Ja, das soll es gewesen sein. Das war meine Fraktionsrallye bei allen drei Chars. Hab soweit alles gefarmt, was man farmen kann. Sag ich mal, für mich jetzt zumindest. Und ja, leider kein Schiff gekriegt. Leider auch keinen Sparrow gekriegt beim Toten Orbit. Das ist schon mal schade. Darauf war ich jetzt eigentlich heiß. Aber nun gut, macht nichts. Es geht weiter. Die Fraktionsrallye kommt wieder. Und ich auch. Und ja, dann danke fürs Zusehen und Zuhören. Reingehauen. Bis demnächst. Tschüss.